Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Eine neue Episode in unserem Let's Play Anno 1800. Natürlich mit dabei der kleine Kodiak. Hola, ¿qué tal? Wir sind zurück in meiner kleinen Stadt. Du wolltest noch kurz was zum Rückblick erzählen, was bei dir passiert ist, weil Danny hat einiges ereilt. Ja, ich finde das so passend, kleine Stadt, weil deine Stadt ist dann wirklich mickrig. Ja, das Problem war, dass ich ja seit geraumer Zeit im Krieg mit Alonso Graves bin und der mich in der, ja quasi nach dem Abdrehen der letzten Episode angegriffen hat. Und diesen Kampf musste ich dann leider noch führen. Das heißt, wenn der Floschi mal mit seiner Kamera quasi in den nördlichen Teil meiner Stadt kommt, dann seht ihr da das zerstörte Gebäude Quarzgrube sowie ein neues Türmchen, ein neuer Kanonenturm, den ich dann noch ganz schnell bauen konnte. Hat auch ausgereicht. Ich habe den Angriff quasi abgewehrt. Und ja, jetzt ist auch alles wieder so auf dem Stand. Das Schiff von Alonso Graves ist leider auf dem Meeresboden. Floschi hat sich jetzt gerade noch die Kiste von ihm gelootet, weil ich aktuell kein Schiff habe, was ja der Alonso Flaggschiff Graves schon erwartet zerstört hat. Anweisungen. Es waren 8 Bretter, by the way, drin, glaube ich. Wow, das hat sich ja richtig gelohnt. In jedem Fall sind wir Bruder! jetzt an dem Punkt, dass wir halt weiterspielen können und Alonso Graves hat jetzt leider ein Schiff verloren. Und ich muss mir leider ein neues Schiff Jeder bauen. ist hier Sehr für den anderen Aber da. gut. So ist das Leben. Vor allem, wenn man keine Ahnung von Anno 1800 hat. Gut, Chat-Kartons. dann geht's jetzt mal weiter, ne? Ja, supi, ich freue mich. Toll. Ja, ich freue mich auch. Ja, super. Losch hat ja ein bisschen Angst, der hat ja keine Ahnung von dem Spiel. Richtig? Aber keine Panik, Leute, ich drehe das. Ich drehe das schon. Ich habe auch ständig volle Lager. Das ist schlecht. Mein Konto ist schon upgraded. Wunderschön. Oh, ich brauche eine 150. Segel-Dings da bei uns, da brauche ich. Und ich brauche so vieles. Ich brauche auch, glaube ich, nur mal ein paar Klamotten. Mal gucken, ey. Ich brauche auch noch mal einmal Klamotten hier anschmeißen. Arbeitskleidung 0. 0 ist nicht so viel. Nee, null ist gar nicht viel, tatsächlich. Wolle. Wieso? Wolle Teppich kaufen? Ist alles voll. Muss mehr bauen. Ich muss mehr Häuser bauen. So, wo ist die Kleidung? Da ist die Arbeitskleidung. Ich brauche Stoff. Oh, oh, Straßen oh. Stoff erleichtern die brauche ich. tägliche Arbeit. Verstehst du? Ja. Nicht witzig? Doch, mega. Ich hab nicht zugehört, was du gesagt hast. Ja, gut, selbst wenn du zugehört hättest, hättest du es wahrscheinlich nicht verstanden. Denke auch. Was? Also einfach von den kognitiven Kapazitäten, die du zur Verfügung stehen hast, hättest du es nicht verstanden. Aber ich brauche schon wieder mehr komische hier Männchen, brauche ich wieder. Was für Männchen? Ja, hier Arbeitsmänner. Neue Sklaven für meine Insel. 2, 5, 8. Dann werde ich mal noch mal ein paar Sklaven bauen, wa? Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Spielstand überschrieben. Wo ist denn jetzt hier meine? Ich weiß gar nicht, wo ich meine Schafswollenfabrik habe. Das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist hier alles Schweinis. Also bist du jetzt noch verwirrter als sonst schon, oder was? Ja, richtig. Scheiße. Uns fehlen Das Waren. ist bitter, Floschi, das ist bitter. So, haben die jetzt überhaupt noch alle Annehmlichkeiten? Aber boah, ich bräuchte schon wieder einen neuen Fisch, oder was? Ich brauche neue Wurst, ich brauche neues Brot. Oh, ey, es geht hier aber drunter und drüber gerade, sag ich mal. Ach, und dann drüber. Wo ist denn meine Schweinefarm? Schweinis? Da ist die gut aus. Eins, zwei. Was haben wir hier? Bäckerei, okay. Läuft auch ganz gut. Sieht alles tibitoppi aus. Könnte ich hier nochmal ein paar Schweinchen hinsetzen? Ja, nicht zufrieden mit meiner Weberei, du. Wäre ich auch nicht, wenn meine Insel so aussehen würde wie deine. Hey, hey, hey. Ja gut, sieht halt aus wie hin hier kackt und hin hier schissen. Ach, Scheiße. Siehst du, sag ich doch. Hast du was gemacht? Ich wollte eigentlich die Felder für meine Schäferei bauen und hau noch mal direkt 3 Schäfereien neben meine Schäferei. Ja, so wird's gemacht. Gut, dass es keiner sieht. So. Tief zu viel. Neue Befehle? So, Wurst ist produziert. Oben wollte ich ja hopfen. Ich muss dann hier mein komisches da wieder ausbauen. Ja.
Schiff unter Beschuss. Was? Wo? Was? Wo? Piss dich, du Bastard. Ey, Floschi, chill mal. Ja, ich werd angegriffen hier von Alonso? Irgendeinem Schwachkopf auf jeden Fall. Steuermann? Was? Welche Flammen? Nein, ich hab ein Feuerchen hier. Ah, meine ganze Stadt brennt, verdammt nochmal. Fängt's an zu brennen und die halbe Stadt ist am Feuer. Segel! Oh Gott, ich hoffe, die schaffen es. So, was wollte ich jetzt bauen? Ich wollte noch Segel-Dings. Koordinaten eingezeichnet. Scharfe. Boah, den müssen wir auf jeden Fall mal hier wegknallen, den Typen. Die Marken. So ist der Böse zu dir? Ja, Alonso Graves greift mich jetzt auch an, der Lump. Ja, ist doch klar. Nö. Bin ich doof. Ja, du bist halt auch mit dem im Krieg. Was erwartest du, dass er jetzt nur mich angreift, oder was? Ja, richtig. Er wird sich ja jetzt auch erstmal das schwächste Glied raussuchen. Das Lager ist voll. Und das bist ja nun mal du. Boah, ich brauche mehr Handwerker. Was mach ich denn hier? Jetzt bin ich wieder abgelenkt gewesen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Oh Mann, oh. Da ist er wieder. Floschi Fliege. So nennen wir ihn auch. Floschi the Fly. Fly, Floschi Fly. Wegen seiner atemberaubenden Aufmerksamkeitsspanne. Also ich bin jetzt Wie konnte man nochmal Gebäude erledigt? Erledigt. Erledigt. Diese Musik, wenn die Stadt brennt, die gefällt mir überhaupt nicht. Ah, wieso gehen da meine Einnahmen runter? Hilfe! Hilfe! So, warte minus 550. Minus 500. Wie geht denn da so runter? Oder ich anscheinend verrecken die ganzen Arbeiter gerade. Bier. Brandstiftung habe ich nichts zu tun. Also meine Feuerwehr hat auf jeden Fall alle Hände voll zu tun. Ich glaube, ich brauche gleich nochmal eine zweite Feuerwache. Okay. Hat auf jeden Fall meine kleine. Gut, das ist. Wo ich denn das Hopfen mal an? Das Hopfen? Der, die das Hopfen. Sind wir da sicher? Den, der, die das. Was? Auf jeden Fall Arbeiter, ne? Arbeit. Reden wir den. So, ich habe mal kurz eine Feuerwache hier aufgebaut. Eine zusätzliche. Ich denke, jetzt wird es gleich laut. Hoffe ich. Wieso wird's laut? Wo wird's laut? Ich hab verstanden, jetzt wird's gleich laut bei dir. Oder was hast du gesagt? Ich hab gesagt, jetzt wird's gleich hoffentlich laufen. Ach, laufen? Ich hab laut. Jetzt wird's gleich laut. Okay. Gleich fang ich an zu schreien hier! Wenn meine Feuerwehr nicht endlich mal den scheiß Feuer löscht! Pischer. Jetzt kommen sie aber von allen Seiten, ey. Jetzt sind sie aber hier mit ihren Schläuchen drauf, du. Was am Mann? Mann! Man kann auf jeden Fall, wenn man auf die Feuerwehr klickt, kann man noch zusätzliche Kräfte mobilisieren. Ich bin aber nicht ganz sicher, zu welchem Preis. Ob man da jetzt irgendwas für bezahlen muss oder ob man da irgendwas durch verliert, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht so ganz sorgen. Dafür, du klickst Preis mal drauf und guckst, was passiert. Ich habe ja drauf geklickt. Also die Kräfte sind mobilisiert, aber jetzt sind hier nicht so wirklich zusätzliche negative. Jetzt habe ich auf jeden Fall drei Feuerwehren, die das Feuer löschen. Wenn das jetzt gleich mal nicht gelöscht ist. Sind so unterwegs! Dann kick ich aber aus hier! Da, Alonso, der düst ja auch überall rum. Das nervt mich. Ein besonders lukrativer. Ja gut, du kannst natürlich jetzt theoretisch anfangen, so langsam aber sicher Kanonen zu produzieren und dann mal ein paar Schiffe loszuschicken. Ja. Das werde ich jetzt auch so nach und nach machen und dann würde ich sagen, gebe ihm einfach mal so den ein oder anderen. Ja. Ich würde sagen, das probieren wir einfach mal, ne? Ja. Das sind jetzt drei Feuerwehren am Löschen in meiner Scheißstadt. Und das Feuer breitet sich immer noch aus. Sind unterwegs! Dann mobilisiere ich hier auch nochmal kurz die Kräfte. Und dann sollte das eigentlich laufen hier. So. Kleidung geht hoch, Fisch geht hoch, Wurst dürfte gleich auch hochgehen. Seife läuft. Okay, aktuell. Ich brauche mehr Schnaps. Die laufen mir zu viel.
Ja gut, in deiner Stadt wird man es anders wahrscheinlich nicht aushalten. Richtig. So wie ich das Spiel mit dir auch nicht anders aushalten will. Als ob du gerade betrunken wärst, du kleiner Spinner, du. Aber immer wieder Bullshit. Da oben, da düsen noch ganz schön viele Schiffe bei meiner kleinen Siedlung rum. Ey, du hast ja wenigstens schon eine kleine Siedlung. Ich durfte mich ja nicht mehr ausbreiten, verdammte Scheiße. Alles breitet sich aus, außer der Kodiak, der kann nicht. Wie sieht das denn hier aus? Okay, Segel habe ich jetzt mittlerweile genug. Ich hätte nicht nochmal ab. Ich müsste eigentlich auch gleich mal ein Schiff in die neue Welt schicken, ey. Das ist alles so. Boah, Leute, ey. Ein Funke. Ernsthaft, könnt ihr jetzt mal bitte das scheiß Feuer löschen? Admiral auf der Brücke! So. Einfach mal 4 Feuerwehrfahrzeuge, die da jetzt durch die Gegend rasen und das Feuer löschen und die kriegen es einfach nicht in den Griff. Verrückt. Inkompetentes Pack. Segel! So, steuern wir mal meine andere Siedlung wieder an. Müssen wir kurz die Zufriedenheit checken. Check, 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 check. Wir sind unzufrieden! Wenn du nicht langsam mal Waren lieferst, reißen wir deine Stadt ein, du Arsch! Okay. Ja. Yeah. Ich wollte dem Zuschauer nur mitteilen, was deine Leute wahrscheinlich über dich sagen werden. Ich denke nicht. Ah, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass es doch sinnvoll ist, von Zeit zu Zeit mal Querstraßen zu bauen. Die Feuerwehrleute müssen jetzt mal relativ weit fahren, bis sie zum Rand kommen. Ich glaube, ich pflaster richtig. Ihre Insel wird angegriffen. Eine Insel wird angegriffen. Cool. Jetzt sind sie aber auch hier alle am. Alter. Im Norden muss man gucken, ich werde von 3 Schiffen von dem angegriffen. Die Attraktivität der Stadt hat sich verringert. Wer ist denn das? Das ist, Aber du hast auch noch keinen Kanonen, ja. Tschüss, Insel. Geht da alles? Geht da alles den Bach runter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie genau das jetzt gleich abläuft. Aber normalerweise hat er, glaube ich, jetzt gleich die Möglichkeit, deine Insel quasi zu übernehmen. In dem Fall aber das dann macht. Weil die andere Option ist, glaube ich, auch, dass man die Insel irgendwie dann vielleicht arbeiten lassen kann. Also. Gesichtet! Aber ich greife den jetzt einfach mit an. Womit willst du den denn angreifen? Mit meinem einzigen Schiff. Ja. Ja, dann ist das Schiff weg. Ja, er trägt da zwei große, dicke Kampfschiffe. Leute. Mano! Du machst quasi den typischen Fehler, mit einem Messer zu einer Schießerei zu kommen. Spielstand gespeichert. Toll, jetzt hat er mal Steinstraßen gebaut. Brauche ich noch Seile? Ihre Leute halten nicht mehr lange Stand. Ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht. Ah, okay. Dein Konto wehrt sich dann da tatsächlich. Ja, mein Konto wehrt sich. Aber das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Du hast jetzt schon 2 Schiffe versenkt. 2, aber das eine kriege ich nicht. Ah, der haut ab. Der haut ab. Dann könntest du jetzt natürlich gleich mal versuchen, mit deinem Schiff dazu zu kommen. Koordinaten eingezeichnet. Ich muss ihn auch erstmal in Ruhe lassen. Ah, dass ich glaube ich etwas überschätzt, der gute Freund. Also wir müssen auf jeden Fall, wenn ich jetzt gleich wieder eine Fregatte habe, müssen wir auf jeden Fall mal zusehen, dass du mal bei ihm irgendwie so ein bisschen die Schiffe, die er produziert. Ja. Dass jedes Schiff, das rauskommt, direkt von uns quasi versenkt wird. So, kann ich jetzt direkt mal reparieren oder ist das nicht möglich? Ja, wie kann ich den dritten jetzt hier mal reparieren? Hier brauche ich noch eine Hopfenplantage, sehe ich gerade, verdammte Axt.
So. Das sollte jetzt laufen hier. Das ist kacke aus. Hä? Wieso? Ach, der braucht wahrscheinlich, ja. Okay, alles klar. Läuft. Läuft bei mir. Logi, läuft bei mir. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Läuft bei dir? Alles. Mir ist einfach richtig gut am Laufen gerade. Sie brauchen dringend ein Lager. So, das läuft auch. Jetzt habe ich wieder ein paar Leute. So, was machen denn jetzt eigentlich meine Segel? Sind mittlerweile genug Segel an Bord? Ne, noch 4 Tonnen, alles klar. Gut, jetzt gucke ich mal kurz meine Ressourcen nach. Fisch ist okay, Kleidung ist okay, Wurst müsste auch okay sein. Ich muss mal ein bisschen Brot herstellen. So, was brauchen meine Leute jetzt? Halt deine Fresse, alles ist ein bisschen eintönig. Ich geb dir gleich eintönig. So, kann ich den Drit jetzt mal hier reparieren oder na, oder wie oder wo oder was? Ah, okay, Bier ist zu. Ja. Ah, sollte jetzt aber auch gleich besser werden. Ja, ich würde ja gerne mal mein Konto reparieren, aber ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo. Nee, ich weiß, du bist jetzt quasi, wenn du jetzt auf deine Insel guckst, da oben steht jetzt bei Jonsing oder Jensing. Ach, da läuft ein Timer, jo. 2 Minuten, genau, und dann kannst du es quasi wieder ausbauen. Roger, right. Ich muss mal gucken, was ich hier überhaupt noch irgendeine Insel bekomme, wo ich mich mal ausbauen kann. Okay, die werde ich wahrscheinlich nehmen hier. Oh, Stahl braucht die Scheiße auch noch. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Nein, jetzt kommen da wieder 2 von da oben. Fuck. Ja, ich glaube, das wird es jetzt gewesen sein bei mir. Und wo kommen 2? Aus dem Nord... Quatsch, Norden. Aus dem Südwesten kommen jetzt 2 Lilane hochgefahren. Ein dickes und ein kleines. Schick dein Flaggschiff mal kurz weg. Admiral auf der Brücke! Dass das nicht direkt angegriffen wird. Und dann kannst du gleich von der Seite reinjubeln. Dann kann dein Konto sich erst nochmal wehren. Das Konto ist ja deutlich stärker als dein Schiff. Sind unterwegs! Ich kann jetzt leider aktuell noch nichts schicken, weil ich jetzt gleich erst meine erste Fregatte bauen kann. Jetzt genau in diesem Moment. Und die braucht jetzt nochmal 6 Minuten. Aber dann schicke ich dir die auf jeden Fall. Ja, die Greifen wollen auf jeden Fall sich mein Schiff holen. Die Schweine! Mal gucken, ob ich um die Insel segeln kann vor denen weg. Renn, Flaschi! Segel! Ja, du musst zusehen, dass du jetzt auch Kanonen produzierst, ne? Ja, ist klar. Aber... Ja. Wie gesagt, ich bin ja nicht so versiert in diesem Spiel. Ich muss mich erstmal da zurechtfinden. Oh, das Schiff ist aber sehr... erwartet Anweisungen! Mein Schiff ist aber sehr langsam. Ja, gut, hat einen guten Kapitän, ne? Dicken, ja. Spielstand gespeichert. Fahr schneller! Fahr, du kleines Schiff! Fahr! Werf jetzt schon mal Ladung über Bord, damit ich schneller bewegen kann. Ernsthaft? Ja, es fährt auf jeden Fall dann schneller. Sind unterwegs! Herr Flaschi versucht alles. Mann! Los, hier sind Delfine, helft mir! Was soll die machen? Schwer, die anschieben? Sind nur Schwertfische. Jetzt fährt er nach vor den Schiffen weg. Ja, was soll ich machen? Bruder! Ich kann mein Konto jetzt in 5 Minuten, ach 5 Minuten, in 5 Sekunden wieder upgraden. Als würde man ersticken. Wie bitte? Ohne den Spaß. Ja, du hast Erstickens. Standgehalten, reparieren und dann let's go. Na. Also. Repariert sich das jetzt automatisch oder? Musst du mal halt drauf gehen. Kann auch sein, dass es jetzt automatisch die Reparatur anfängt. Ich habe halt gerade kein Konto verloren. Ich hatte halt nur eine Produktionsstelle. Weiß nicht, ich kann auf jeden Fall. Ich höre von meinen Täubchen. Kannst auf jeden Fall nicht ausbauen. Also nicht reparieren. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder verschlechterte Beziehungen zu dieser komischen dicken Frau? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das. Ich habe mal gar nichts gemacht, du Dumme. Dass die mir echt hinterherfahren, ey. Koordinaten, die wollen mich halt haben, die so. Oh, jetzt eigentlich. Ich muss mich mal aufs Bauen konzentrieren, ey. Ich komme jetzt zu nix. Die wollen dich haben und ich hoffe auch, die kriegen dich. Warum? So Spaß. So Spaß an der Freude. Aber ich müsste eigentlich Kanonen produziert haben. Wenn du eine Kanonengießerei hast, dann 30 ja. 30 Kanonen habe ich schon. Muss ich gleich mal. Ja. Ich rüberfahren. Flaggschiff steht zu Diensten. Also, ich würde das, glaube ich, in Schiffe investieren, weil du brauchst jetzt aktuell nicht so unbedingt Kanonen auf der Insel, weil die Kanone vom Konto, die scheint es ja relativ gut zu machen. Ist sie jetzt weg?
Ja, die schwimmen immer noch im nordöstlichen Teil deiner Insel durch die Gegend. Segel! So, das sieht gut aus. Jetzt kann ich auch mal über die nächsten Schritte nachdenken. Ich muss jetzt erstmal Schiffe bauen, sonst werde ich hier erstmal nichts mehr werden. Bereit für neue Befehle! Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja gut, ich brauche jetzt erstmal eine... ein paar Segel. Segel, Segel. Wo baut man Segel? Segel, Segel, da. Segel. Ich muss natürlich auch nochmal eine Kanonengießerei bauen. Ah, gute Zeitung. Kann gute das Zeitung. So gedruckt werden? Nee, keine Änderung. Neben all den anderen Spitznamen haben wir nee, begonnen, das sie als Meister so geht zu nennen. Nicht. Was willst du ändern? Ich habe jetzt Zufriedenheit minus 5. Da mache ich jetzt Zufriedenheit unter Beschuss. Plus 5 raus. Boah, ey, das ist ja wie in der Türkei hier bei dir. Hallo, was soll das denn heißen? Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Nein. Gut. Ich dachte natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Hört sich erst so an. Nö, 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 da hast du mal wieder falsch zugehört, wie okay. Immer. So, pass, pass, pass. Passt. Ich könnte noch mal ein bisschen Brot herstellen. Das passt. Bier passt immer noch nicht. Wie viel Bier saufen die denn? Stahl, ey. Ich bin nicht sauer, ich bin einfach nur enttäuscht, weißt du? Ja, kenne ich. So, wie setzen wir auf? Viele Transporter, ja, ja. Oh, noch zu viel Eisen. Versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Ja, der Spruch, versteckt die Flaschen, der Boss kommt. So, dann baue ich hier nochmal kurz eine Köhlerei dazu. Wie läuft das denn? Gut, gut. Wir müssen noch mal ein bisschen. Ja, noch ein paar Biske. Oh. Du kannst übrigens mal mit der Produktion deiner Decken quasi spielen. Du kannst du nämlich hochdrehen. Das ist sehr lustig. Tatsächlich. Was kann ich? Du kannst quasi den Arbeiten, die bedanken sich ja standardmäßig immer für die guten Arbeitsbedingungen, die du denen quasi bietest. Ja. Du kannst denen die Arbeitsbedingungen quasi ein bisschen. Achso, ja, also, ja. Du einfach ja, mal ja, das weiß ich. Ja, weiß ja. Ich. Ei, ei! So. Das ist hier gleich nochmal ausgebaut werden, glaube ich, befürchte ich. Oder ich baue hier einfach nochmal kurz ein weiteres Lagerhaus hin. So. Was kostet denn so ein Kanonenturm eigentlich? Gespeichert. Ich glaube 15 Kanonen. 15? Wo ist Dein denn der Haus aufzufinden? Der Lüge erstrahlt in hellem Glanz. Hier fahren so viele Schiffe von dem kleinen Spacken mittlerweile rum. Die müssen wir gleich auf jeden Fall mal ein paar wegnehmen. Vor allem, warum bei mir? Zu Danny. Danny hat euch... Ich verstehe. Jetzt habe ich hier das Handels von Beryl O'Mara, Flagship, aber ich weiß nicht, ob ich die 19.000 Münzen bekomme oder ob ich die geben muss. Nee, mache ich nicht. Daher muss ich hier 19.000 Münzen geben. Junge, wenn du mich noch weiter anschreist, dann komme ich gleich mit meinem Schiff zu dir, Fräulein. So, nochmal kurz die Frage, wo finde ich denn die Kanonen? Die Kanonentürme. Wo findest du die Kanone? Ach so, unter Arbeiter und dann kleiner Hafen und dann Kanonenturm. Kleiner Hafen, ach da. Mein Schiff ist vom Stapel gelaufen, wo ist es? Fünf Kanonen. Ich hätte wohl mein Schiff ganz gerne. Hallo? Hallo? Bereit für neue Befehle! Ah, nee, lieber hey, nicht. Wieso fährst du denn da oben schon so dumm durch die Gegend? So, also mein Schiff ist jetzt ready. Mein erstes. Ich will auch mal gucken, dass ich gleich noch ein zweites dazu bekomme. Ja. Segel sind auf jeden Fall schon in der Mache, Kanonen sind auch schon in der Mache. Admiral auf der Brücke! Oh fuck. Okay, ich glaube, das war's jetzt mit meinem Konto. Wieso? Jetzt sind da 4 Stück. Ah, ich komme dazu. Der Hafen wird angegriffen. Sind unterwegs. Ich schicke mein Schiff mal zu dir, meine Fregatte. Ihre Insel wird angegriffen. Mal gucken, was wir da machen. Wo ist denn dein Schiff? Ist das in der Nähe? Ja, ich fahre jetzt auch wieder hoch. Aber ich glaube, das wird zu spät sein. Und gerade Kanonen holen. Ihre Leute aufzubauen. Nicht mehr ja, ist aber gut. Der kämpft jetzt noch gegen die eine Fregatte. Gegen die
eine Fregatte. Ja, bis wir da sind, ist der Konto aber weggeknallt. Ja, das Konto wird bis dahin weg sein, da hast du recht. Aber eventuell können wir die Schiffe dann trotzdem noch abfahren. Ja, das wird immer schwierig. Es ist besser so. Ne, ich dreh ab. Deine Insel hatte ohnehin keinen Sinn. Müssen wir abfangen. Ich komme mal zu dir. Also die kaputte Fregatte, die machen wir gleich als erstes kaputt. Ja, aber ich... Das nächste Ziel. Ich habe halt nur ein kleines Boot und das würde ich gerne noch entladen, weil da halt 10 Stahl, 50 Ziegelsteine und so drauf sind. Ja gut, dann müssen wir halt nochmal kurz abwarten. Okay, ja, dann müssen wir... Dann ziehe ich meins zurück, dann bringe ich meins erstmal wieder zu meinem Hafen. Ich produziere jetzt gleich noch eine Fregatte, sobald ich kann. 5 Segel. Mann, ey. Eingezeichnet. Ja gut, war ja zu erwarten, dass du auf die Fresse bekommst, ne? Wir machen hier auch kein Zuschauer, mehr, so irgendwas anderes, wie sie es gesagt haben. Also zumindest nicht damit, dass du das Ding irgendwie gewinnst oder dergleichen. Meine Stiefel. Ich pushe jetzt erstmal die Segelproduktion hoch. So, ich könnte gleich schon mal ein Varieté bauen. Oh, einen mittleren Hafen kann ich hier bauen. Schön. Ich könnte auch gleich nochmal die dicken Schiffe bauen. Ein richtig geiles Linienschiff. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Gut, dass ich nur leicht überfordert bin hier mit diesem Angriff. Die kommen jetzt, glaube ich, bei mir rein in den Hafen. Was heißt denn jetzt vorübergehender Waffenstillstand? Kann ich jetzt nichts mehr machen, oder was? Ich komme aber jetzt gleich auf jeden Fall zu dir. Ja, dann kommt bei mir in den Hafen. Mein Feuer ist ausgebrochen. In deinen Haupthafen? Ja. Ja, Fregattschiff, meine Fregatte fährt gleich. Schiff unter Beschuss. Fregatte, da. Bruder! Ich komme zu dir. Oh, den holen wir uns gleich schön von hinten, ey. Wo ist dein Schiff? Ah, okay, das ist da oben. Ist klar. Ihr Hafen wird. Ich bin gleich bei dir, Maschine. Ja. Ah, du musst auf jeden Fall. Ja, okay, hast du schon mal. Ah, die Kanone ist auf jeden Fall draußen, erkenne ich. Das heißt, die wird auf jeden Fall gleich. Oh, die wäre so richtig schön in den Arsch treffen. Ja, gut, der ist eh jetzt down. Weil er mein Konto angreift. Ja, ganz schlauer Kerl ist das. Ganz schlauer Kerl. Ein Schiff schon mal gesunken, sehr schön. Das andere ist auch weg. Das andere haut ab, der kommt nicht weg. Verwickel den in den Kampf, ich bin gleich da. Welchen meinst du? Ah, das ist ja dein Schiff. Oh, sorry, hab ich nichts gesagt. Ja, den Kleen hol ich mir jetzt. Ja, mach das. Dann will ich mal gucken, dass ich jetzt auch langsam eine neue Insel dazu bekomme. Oh, da kommen noch ein paar mehr. Zielen. So, wie sieht's mit den Waren aus? Ich habe immer noch nicht genug Bier. Wie viel saufen die Schweinehunde denn? Feuer! Spielstand gespeichert. Ich denke zu viel. Malz auf Lager? Kann das sein? Schiff unter Beschuss. Ich war gerade ein bisschen Kamikaze, der Typ. Ach, okay, vorübergehender Waffenstillstand, 26 Minuten habe ich jetzt den Countdown laufen für meine obere Insel. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Ihr Hafen wird angegriffen. Na, weg. Ihre Insel wird angegriffen. Steuermann? Also muss ich dir jetzt irgendwo helfen oder nicht? Nee, der ist jetzt hier weg, der ist komplett zerlegt. Okay. Sehr schön. Dann haben die Kanonentürme ein bisschen Party gefeiert. So. Eieieiei. Flaggschiff steht zu Diensten. Hat doch noch einen kleinen Kampf gehabt jetzt hier. Und überstanden. Zu einem Imperium gehören Land und. Gucken, dann bringe ich jetzt mal ein paar Kanonen hoch in meine andere City. Bauen wir da mal ein paar Türmchen hin. Ich kam hier, ich bin glaube ich rein bautechnisch gesehen nicht weitergekommen, ey. Zu viel Multitasking, was ich nicht hinkriege. Ja, wir haben jetzt auch schon die halbe Stunde quasi erreicht. Oder kurz davor. Ich denke, das ist ein guter Cut. Ja. Dann würde ich sagen, danke ich den werten Zuschauern fürs Zuschauen. Für diese... Die Flammen wurden gelöscht. Ah, es brennt auch noch natürlich bei mir. Cool. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Die ersten Kämpfe, die ich bestreiten konnte. Und ja, ich habe zwar die Stadt den Konter verloren, aber die Boote des Gegners wurden zermalmt. Danke nochmal für die Hilfe, Danny, die ich mich von dir erhalten habe. Gerne. Falls euch dieses Spektakel gefallen haben sollte, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao. Auf Wiedersehen.